Was sagst du? Wow, das ist ja echt Mühe gegeben. Na klar. Hey, wow. Ich weiß, wie wichtig dir das ist. Ich habe ja gesagt, wenn ich will, dann kann ich mich auch rausputzen. Doch, echt schön. Wird deiner Professorin gefallen? Ich denke schon, ja. Schön. Ey, wie kriegen wir das hin? Ich bin so nervös. Brauchst du nicht so sein. Du siehst super aus. Guck dich mal an. Sie ist so eine strenge Frau und ich habe voll Angst, dass ich das verkacke irgendwie. Und auch die Kommilitonen, das ist ein Jahrgangsbeste. Ich möchte einfach nur einen guten Eindruck machen. Vivi, ich werde dich nicht blamieren. Versprochen. Wir werden das hinbekommen, okay? Ja, aber reiß dich zusammen, okay? Na klar. Indiana Ehrenwort. Super. Schön. Ach so, ey, das Beste kommt ja noch. Dieser große Junge hier, den habe ich noch von meiner Uni-Weihnachtsfeier. Hast du was nicht verstanden? Zusammenreißen, okay? Ja, aber fehl am Platz. Ist doch nur ein Flachmann. Ja, toll. Olivia. Na, da hat sich aber jemand ganz schön rausgeputzt. Was? Ja, hat er. Und sieht top aus. Dankeschön. Oh, fuck. Hey. Was ist wieder? Kannst du uns mal in Ruhe lassen? Bitte, geht das? Luke. Warum? Ihr habt die Tür offen gelassen, also kann ich ja wohl auch nicht warten. Ja. Also bitte. Komm bitte kurz zu mir. Wieso? Zieh den aus. Du wirst es gleich sehen. Zieh es bitte aus. Hast du irgendwas nicht, oder was? Oh, shit. Geil. Den habe ich wohl übersehen. Ich habe dir nicht umsonst gesagt, du solltest den Anzug anziehen, bevor wir da hingehen. Ne? Jetzt haben wir keine Zeit. Aber ich probiere das jetzt einfach wegzumachen. So, Olivia, bitte, komm, hopp. Warum schickst du mich jetzt raus? Ja, weil wir dich gerade nicht gebrauchen können. So. Hey, das tut mir mega, mega leid. Ich habe den einfach nicht gesehen. Aber kriegst du das komm raus? Ja, komm schon weg. Oh Mann, sorry. Das ist echt scheiße, Luke. Ja, ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich alles wegkriege, aber es geht schon gut weg. Ja, okay, das ist gut, weil ich brauche den nämlich unbedingt gleich zu mitnehmen, weil ich gehe noch ins Bodyburn, ich muss noch einen Kurs leiten. Mhm, super. Ja, ich gebe schon mein Bestes. Direkt ins Restaurant. Ist ja nicht meine Schuld. Ich weiß, deswegen. Ich wollte, dass alles perfekt ist. Wird's auch sein. Hey, wir kriegen das hin, okay? Ja. Boah, manchmal ist Luke echt wie ein Kleinkind. Aber wenigstens hat er verstanden, wie wichtig mir dieses Treffen mit meiner Professorin ist. Ja, wir können doch dann auch langsam schon mal bestellen, oder? Also mein Freund sollte jeden Moment kommen. Ich dachte, ich kann mich auf Lou verlassen. Er weiß doch ganz genau, wie wichtig mir dieses Treffen ist. Da kommt er ja schon. Hey. Hallo. Entschuldigt bitte die Verspätung. Ich habe ewig einen Parkplatz gesucht. Das ist ja schwierig. Ja, also das ist mein Freund Luke. Sie sind also Luke? Freut mich sehr. Sie sind die Professorin? Ja. Ich habe nur Gutes von Ihnen gehört. Danke. Freut mich, Sie mal kennenzulernen. Hi, Luke. Hallo. Hi, Schatz. Ja, wie geht's denn so? Alles gut? Ja. Ich würde denken, dann können wir jetzt bestellen. Chardonnay? Ich bin nicht so der Weinkonnoisseur, ich habe immer so einen trockenen Mund, aber wir machen mal eine Ausnahme. Schön. Mhm. Soll ich dir kurz die Garderobe zeigen? Kannst du hier deine Jacke aufhängen? Passt doch, können wir hier hängen, oder? Ja, da hast du ein bisschen mehr Platz. Okay. Komm gleich wieder. Ist das dein Ernst? Du kommst so zu spät und dann noch, ich weiß, was auch immer das ist. Entschuldige bitte meinen Aufzug, aber es war nicht so geplant. Irgendjemand hat einen Shake auf meinen Anzug gekippt im Bodyburn. Mhm. Ich bin überhaupt froh, dass ich es geschafft habe. Da bin ich aber nicht derselben Meinung. Warum denn? Ist doch alles entspannt. Die sind doch cool drauf. Weißt du was? Mach dir keinen Kopf. Wir gehen jetzt wieder da rein, aber du reißt dich zusammen. Okay? Oh, Schatz, ist doch alles gut. Okay? Ja, okay. Das war jetzt etwas peinlich. Am besten wäre einfach zu Hause geblieben. Ja, wie schaut's denn aus? Also so langsam, aber sicher werden die Gläser leer. Wollen wir noch irgendwas bestellen? Ja, noch eine Runde Chardonnay? Chardonnay oder vielleicht Bier? Was haltet ihr denn davon? Hm?
So ein Pilz? Ja, klar. Bier hört sich gut an. Ich bin dabei. Klasse. Super. Ja, super. Ja, passt? Ja. Sehr schön. Wir hätten noch gerne 5 Pilz. 5 Pilz. Komm sofort, ja? Klasse. Super. Cool. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich wollte eigentlich nicht so leger auftreten. Da gab es ein paar Komplikationen. Ich war davor auf Arbeit im Bodyburn, bin der Trainer und mein Anzug war die ganze Zeit im Spind. Und ich komme, ich hole den raus und auf einmal ist da ein richtig fetter Fleck von irgendeinem Shake drauf. Was? Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe den Übeltäter gesucht, wer das gemacht hat. Nur nicht gefunden, aber ich bleib dran. Wenn ich den in den Finger kriege. Krass, was für eine Geschichte. Oder? Ja. Mensch, Bibi, ist total super, dass Sie Ihren Freund mitgebracht haben. Luke, ich finde das wirklich toll, dass Sie so echt sind. Ne? Die meisten Menschen, wenn die in meiner Gegenwart sitzen, dann sind die sehr verstellt und geben sich anders. Aber Sie sind so, wie Sie sind. Das finde ich toll. Ja, ist auch total unangenehm, wenn man sich immer verstellt und immer nach dem Mund redet. Ja, das mag ich gar nicht, sowas. Finde ich auch. Bleibt doch einfach offen und authentisch. Das genau. Ist gut. Absolut. Ja, das mag ich auch so, Luke. Dass einfach sich selbst ist. 5-4, mhm. Bitte sehr. Ja, ja, danke schön. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte sehr. Okay. Na, das ist ein Wohler. Ja. Worauf trinken wir dann? Worauf trinken wir? Auf die echten Menschen. Das ist eine gute Idee. Auf die echten Menschen. Auf die echten Menschen. Na dann zum Wohle. Ich dachte echt, dass Frau Klaber etwas spießiger ist. Aber vielleicht braucht es einfach einen Look, dass sie etwas aus sich herauskommt. Ja, war doch ein richtig, richtig schöner Tag. Auf jeden Fall. Hey, ich bin so erleichtert. Wer hätte gedacht, dass Sie so entspannt draußen? Sag's nicht. Ey, ich habe noch eine Schicht in L.A. Keine Ahnung, wie ich das packe. Ui, ich würde ungern mit dir tauschen. Ich wäre auch gerade gar nicht in der Lage zu arbeiten. Aber du solltest doch in der Lage sein, dein verschwitztes Zeug auszuziehen. Ach, vielleicht hilfst Quatsch. Du mir dabei. Sag bloß, du bist so zum Essen gegangen. Mann, ey. An deiner Stelle wäre ich echt lieber zu Hause geblieben, aber nicht so. Das war nicht meine Schuld, okay? Da hat irgendjemand... Ach, weißt du was? Ist eigentlich scheißegal, es geht dich nichts an. Bibi, das tut mir echt leid. Aber Lukas ist halt manchmal so traurig. Wie soll er sein? Er ist genauso so gut, wie er ist. Ja, du wirst dich noch dran gewöhnen, ist so gut. Weißt du was, Olivia? Wir hatten einen wunderschönen Tag und lass uns den von dir nicht vermiesen. Mhm. Und wo ist dein ach so schöner Anzug? Das war bestimmt ein bisschen peinlich vor deiner Professorin, ne? Hey, Leute. Nein, war's nicht. Hey, sag mal, wie war's eigentlich? Hey. Alter, Emmy. Wirklich? Was denn? Wow, wow, wow. Olivia, warte mal einen Moment. Warum warst du im Bodyburn? Ups. Ich bin wieder im Zimmer. Hm. Ich glaube, die Luft wird hier ein bisschen heiß. Kann es sein, dass du etwas mit dem Fleck auf meinem Anzug zu tun hast? Ich hab doch nichts damit zu tun. Außerdem trinke ich nicht mal diese Bodyburn-Shakes, okay? Bitte was? Na, fuck. Wir haben nie was von Shakes gesagt. Mhm. Ho, ja, dumm gelaufen. War klar, ey. Ich hätte es direkt wissen sollen. Warum Alter, frage ich überhaupt? Natürlich was. Du nervst mich einfach nur. Ich hab so die Schnauze voll. Ach so. Du probierst die ganze Zeit, unsere Beziehung zu torpedieren. Dann checkst du, dass dein Zug abgefahren ist. Mhm. Ich und Luke sind glücklich. Check das einfach mal. Das ist okay, Frau Bibi. Fuck, Alter. Boah, wie dreist ist die eigentlich? Aber Luke und ich sind inzwischen so ein gutes Team, dass selbst diese zicke Olivia nichts mehr dagegen machen kann. Also der Titel der besten Küsserin geht auf jeden Fall an dich. Dankeschön. Aber ich finde, du kannst besser küssen. Nein, du kannst besser küssen. Nee, du. Ich könnte mich in den Augen kurze Frage mal so zwischendurch. Bibi, bist du hier auch zum Arbeiten oder zum... Naja. Also, ich komme 5 Minuten zu dir, okay? 5 Minuten? Mhm. Krass. Soll ich mal was dir erzählen, wie lange 5 Minuten in der Gastronomie sind, was du alles für Einnahmen anmachen kannst? Ne? Was du da einnehmen kannst, was du arbeiten kannst? 5 Minuten, guck mal, sag mal bitte die Gläser ja, ein, nee. Wenigstens. Ja? Ich bin gleich bei dir, ja, wirklich. Aber müssen wir auch ein bisschen arbeiten. Die Gläser kann ich auch selber machen. Krieg ich ehrlich, auch hin. Ja? Kriegst du hin? Ich glaube schon. Okay. Na denn? Oh, ist so toll. Wow, cool, danke, das hast du wirklich hinbekommen. Nicht schlecht, oder? Ich habe die Kunden gefragt, was sie als nächstes trinken möchte, um noch mehr Profit zu machen, oder? Das ist halt nicht mein Job, du, ja. Keeper. Oder? Danke. Gerne.
ist echt gut. Mhm, oder? Boah. Weißt du was? Ich kläre das, bevor ein Problem auftritt. Oder auch nicht. Ja. Ich dachte echt, Mann, Olivia, freien Tag. Aber scheint wenigstens so, als wäre Olivia nicht wegen uns hier, ne? Ich meine, sie hat ja jemanden mitgebracht. Wer ist das überhaupt? Klar. Das ist so ein Ex-Freund von ihr. Keine Ahnung, war mal auf dem Foto drauf, das sie mir gezeigt hat. Okay. Aber ich glaube, wir haben uns in Ruhe. Ja, ich hoffe, dass bei denen funkt. Dann haben wir sie. Na klar. Oh, sie schaut sich schon nach jemand anderem um. Es ist mir eigentlich egal, ob sie ihr Ex ist oder ein neues Opfer. Hauptsache, sie schlägt sich einfach Lukas im Kopf. Wo ist eigentlich Olivia hin? Ich habe sie auch nicht gesehen, aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. Mir auch, auf jeden Fall. Ich muss mal für Königstiger. Nein, nicht gehen. Ich komme ja gleich wieder. Behaupten, dass mich der Anblick kalt lässt. Aber das wäre gelogen. Für dich oder für dich? Hey. An der Bar. Sind wir zurück? Alles gut? Ja, ja, ja. Wollen wir vielleicht gehen? Kannst du gehen? Ja, nicht. Boah. Cool. Danke. Ja, dann hole ich noch ganz kurz meine Jacke und dann bin ich wieder bei dir. Aha. Wow. Was geht denn hier? Du siehst, die Rosen gehen in dein Zimmer. Du machst mir jetzt keinen Antrag, oder? Komm, einmal hier. Komm hier. Wow. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Wow. Sag mal, willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach abhauen. Ich weiß nicht Bescheid. Andi! Na, ich weiß, dass du mich willst. Ja, komm her. Nein, komm her. Hab ich's mir doch gedacht. Was denn? Hast du überhaupt irgendein Verantwortungsgefühl?